Erinnern Sie sich noch an Triathlon, an den Olympischen Spielen in Athen, wo Sven Riederer eine Bronzemedaille gewonnen hat? Sven Riederer, der Sieger. So kennt man den 24-jährigen Zürcher. Er gehört zu den besten Triathleten der Welt. In der Schweiz ist Sven Riederer seit Athen die Nummer 1. Und Sven Riederer hat wahrgemacht, was er allen gesagt hat. Er gewinnt eine Medaille in Athen. Bronze für Riederer. Sven Riederer wohnt in Wallisellen und da trainiert er auch regelmässig. Ein Triathlon in Wallisellen durchzuführen, war schon lange sein Traum. Und dieser Traum wird jetzt am 18. April Wirklichkeit. Wir wollten von Sven Riederer wissen, wie er überhaupt auf diese Idee gekommen ist. Ja, natürlich in erster Linie würde man nicht meinen, dass man da einen Triathlon veranstalten kann, weil halt einfach der See und das Meer fällt hier in Wallisellen. Ich bin mal mit dem Thomas Frischknecht Velofahren gegangen und er hat von seinem Radquer erzählt, der ein Dübendorf organisiert. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich müsste man so etwas zu Wallisellen auch organisieren können. Und haben mal überlegt, wo man da könnte schwimmen gut. Und ja, so ist das Ganze dann entstanden. Dazu braucht es aber eine grosse Organisation. Wer macht die in Wallisellen? In Wallisellen ist ein Trägerverein, Walliseller Triathlon, gegründet worden. Und dieser Verein organisiert unter der Leitung eines OK den Walliseller Triathlon. Wo findet denn die Veranstaltung statt? Geschwommen wird im Hallenbad. Der Volkstriathlon wird so sein, dass man eigentlich einmal das Hallenbad durchschwimmt, das 600 Meter. Und dann wechselt man in die Mehrzweckhalle, dort ist die Wechselzone. Das Velo wird an zwei Runden durch den Hartwald stattfinden. Wir werden grösserteils wird es autofrei sein und das Laufen ist dann eigentlich hauptsächlich auf der alten Winterthurenstrasse. Wer kann am Walliseller Triathlon mitmachen? Ja, wir haben eigentlich versucht, für alle Stufen ein Angebot zu schaffen. Am Sonntagvormittag startet zuerst das Team und nachher der Volksriathlon-Wettkampf. Dann haben wir zwei Einladungsrennen, wo Profis da werden sein. Das wird dann mit einem Massenstart Starter sind 24 Topathleten von der Schweiz und auch vom Ausland, die hier werden sein. Und am Schluss dann noch der Kids-Triathlon. Wie kann man sich anmelden? Anmeldung ist über unsere Homepage, über www.wallisellertriathlon.ch möglich. Dort wird man dann auf Datasport vermittelt, wo man sich direkt online anmelden kann. Nachmeldungen sind bis am Samstag vor Anlass möglich. Dann, wenn die Startnummer-Ausgabe stattfindet, kann man sich hier bei uns noch vor Ort anmelden. Wird Sven Riederer am Walliseller Triathlon auch am Start sein? Ja klar, im Profirennen muss ich schon die Walliseller Fahne hochhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.wallisellertriathlon.ch. Meter schwimmen, 15 km Velofahren und 4 km Rennen. Das müsste schaffen sein. Und in einem Dreierteam, du hast recht. Das haben sich mehrere Sportler gedacht, die am ersten Walliseller Triathlon teilgenommen haben. Und die, die keine Lust haben auf Bewegung, sind einfach gut zuschauen. Die zündende Idee hatte Sven Riederer. Mit der Unterstützung des OK und vielen Helfer und Helferinnen hat am 18. April der erste glatte Walliseller Triathlon stattgefunden. Am 10. ist der Startschuss gefallen. Gestartet sind einer oder zwei Teams in verschiedenen Kategorien. Nach einer längeren Vorbereitungszeit haben sich die Organisatoren noch nicht ganz zurücklehnen, aber immerhin die Stimmung geniessen. Im Moment sind wir sehr zufrieden, das Wetter spielt mit, es ist eine gute Stimmung hier vor Ort und bis jetzt haben wir überhaupt keine Zwischenfälle oder grössere Einwände oder Probleme gehabt. Also, es läuft super. Also, wir haben heute auf Platz und auf der Strecke etwa 120 Helfer im Einsatz, die uns tatkräftig unterstützen. Problem hat es eigentlich nicht gegeben. Wir sind einfach vor grossen Aufgaben und Herausforderungen gestellt worden. Das haben wir aber dank dem Einsatz von allen Helfern und dem OK gut meistern können. Jetzt haben wir da verschiedene, wieder ein Mountainbike, wir sehen Mountainbike, Velo, Rennvelo, alles ist da am Start.
wie gesagt, das ist ein Volkstriathlon, da geht es auch um den Fun. Da muss es nicht gerade ein Hightech-Velo sein für mehrere tausend Franken, sondern es kann auch wirklich ein sogenanntes Bahnhofsvelo sein. Alles ist erlaubt, einfach es muss vor allem Spass machen. Wenn jeder, wenn sogar der Sigi Bär sagt, es sei gut organisiert, dann muss es gut organisiert gewesen sein. Ist der Initiant auch zufrieden? Ja, mal. Also ich glaube, für das erste Mal hier einen Triathlon zu organisieren haben mit dem OKA-Team, das eben das erste Mal macht, glaube ich, ist es wirklich ein sehr hoher Standard, den wir hier gesetzt haben. Es gibt sicher das eine oder andere, das wir noch verbessern können. Ja, das ist natürlich schon eine ganz interessante Erfahrung, die ich hier gemacht habe, weil eben, wie sie sagen, das ist, als Athlet da gehst du an die Rennen, da machst du über nichts Gedanken außer über dich und bist eben am Motzen, wenn irgendetwas nicht recht funktioniert oder schlecht organisiert ist. Und jetzt habe ich mal wirklich an meinem eigenen Leib gesehen, wie schwierig das ist, dass so einen Sportanlass auf die Beine zu stellen. Einfach alles mit den Helfern, dass die dann auch morgen zur rechten Zeit da sind, dass alle wissen, wie wo was, mit Absperrung und so. Das ist eine unheimliche Organisation. Jawohl, und wieder ein Ziel. Wie war es? Wunderbar, aber schön streng. Das Highlight war, dass wir überhaupt keinen Zwischenfall hatten und sicher auch so viele zufriedene Leute da waren und einfach eine positive Stimmung geherrscht hat. Und dann sicher natürlich noch das Profirennen, wo da sich die Elite von der Schweiz duelliert hat bei uns Zollisillen. Für mich persönlich war es ein guter Saisonstart gewesen, obwohl ich mich eigentlich nicht so wohl gefühlt habe während dem Rennen, weil ich glaube, irgendwie die ganzen Belastungen als OKA-Mitglied hat seine Spuren hinterlassen und ich bin auch dementsprechend ein bisschen nervös und ein bisschen wenig geschlafen in den letzten Nächten. Aber schlussendlich eben bin ich froh, dass ich eigentlich das Rennen gewonnen habe, weil eben jetzt geht es eigentlich los mit dem Rennen in zwei Wochen. Nochmal ein Schweizer Sprintrennen und dann geht es schon mit der BM-Serie los für mich in Seoul und dann folgt eigentlich fast jedes Wochenende Rennen. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden, dass wir doch auch ein paar Ausländer eigentlich auf Wallisellen haben können bringen. Das war eigentlich auch das Ziel gewesen, dass wir wirklich ein internationales Feld haben. Bei den Herren sind wir voll gewesen, also das Maximum können, Athleten können zu haben. Raum Zürich ist natürlich eine sehr, sehr attraktive Triathlon-Region, weil wir halt da sehr viele Hallenbäder haben. Und auch der Zeitpunkt, also der Jahreszeitpunkt, ist natürlich ideal, weil wir in dem Sinne keine Konkurrenz haben, weil wir jetzt Wallisellen die Ersten sind. Und in dem Sinne eigentlich ja, das Bedürfnis da ist, an einen Triathlon zu gehen. Ein nächster Triathlon wird auf jeden Fall stattfinden, denn Sponsoren haben ihre Unterstützung bereits zugesichert. Ich sehe den TÜV und ich sehe den Sven. Es ist der Sven, der in Führung ist auf den letzten Meter. Der Sven Rieder, der Lokalmatador und Mitveranstalter vom ersten Wallisellen Triathlon. Er gewinnt die erste Austragung. Herzliche Gratulation, Sven Rieder. Er also Sieger vom ersten Glatt Wallisellen Triathlon. Der erste Walliseller Triathlon, der im letzten Frühling stattgefunden hat, war ein voller Erfolg. Am 17. April findet das Sportereignis wieder statt und die Vorbereitungen dazu laufen schon auf Hochtouren. Am Samstag, am 15. Januar, hat Sven Riederer für einmal nicht im Hallenbad oder im Hardwald trainiert. Er hat ein Übergewändli angelegt und als Schlosser gefielt, geschliffen und geschweißt. Sven Rieder, ist die Arbeit in der Schlosserei ein Teil von Ihrem neuen Aufbauprogramm? Nein, schon nicht ganz. Aber wir haben uns überlegt, was wir machen können, dass wir nicht jedes Jahr die Velostände für den Walliseller Triathlon mieten und haben uns entschlossen, das selber zu produzieren, dass wir es wirklich einfach auch jedes Jahr haben und nicht mieten. Und darum sind jetzt eigentlich das ganze OKA-Team da. Beim Chrismen Metallbau und produzieren die Veloständer. So sind innerhalb von nur ein paar Stunden aus der Rohr, wo der Benny Chrismen parat gemacht hat,
total 50 Veloständer hergestellt wurden. Die werden dann beim Triathlon in der Wettelzone vom Schwimmen zum Velofahren gebraucht. Der Oski Gut als OK-Präsident vom Triathlon von Wallisellen hat mich angefragt, ob man die Veloständer herstellen könnte. Und dann habe ich gesagt, selbstverständlich, ich wäre bereit, das Material und die Werkstatt zur Verfügung zu stellen. Aber es müssten gewisse Leute mitmachen. Und das ist halb OK da und die arbeiten tagkräftig mit, allen vor allem das Wiener Riederl. Und der hat dann auch tüchtig mitgearbeitet. Aber ganz so fremd war ihm ja die Arbeit nicht gewesen. Sie sind ja selber Metallbauschlosser von Beruf. Macht das Spass, wieder in der Werkstatt zu stehen? Ja, es ist wirklich für mich sehr speziell, weil jetzt habe ich 10 Jahre lang wirklich nicht mehr als Schlosser geschafft. Und es ist wirklich für mich wieder mal speziell können zu schweissen. Ich hatte auch ein bisschen Anfangsschwierigkeiten gehabt, aber inzwischen geht das wieder tipptopp. Ja, also ich sehe einfach die Arbeit, die man als Handwerker oder speziell als Schlosser einfach jeden Tag muss leisten muss. Und das ist schon das ist wirklich ein taffer Job. Benny Krismer, sind Sie zufrieden mit Ihrem neuen Mitarbeiter? Selbstverständlich, er macht einen guten Job. Nach dem grossen Erfolg vom letzten Jahr hat am 17. April der zweite Walliseller Triathlon stattgefunden. Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war deutlich höher als im letzten Frühling. Und es hat auch mehr Leute gehabt, die zugeschaut haben. Am 10 Uhr morgens haben sich die ersten Athleten ins Wasser gestürzt und das Unterfangen Triathlon in Angriff genommen. Wie auch die Elite haben die verschiedenen anderen Kategorien eine Strecke von 600 m Schwimmen, 50 km Velofahren und zum Dessert noch 4 km Rennen absolviert. Nur die Schüler und die Jugend haben sich auf einer verkürzten Strecke gemessen. Bevor es aber zur Sache gegangen ist, mussten alle Sportler beim Check-in Startnummern und den Chip für Zeitmessung müssen holen und dann ist es aber auch schon mit der individuellen Startvorbereitung losgegangen. Zurück zum Start. Im 15 Sekunden Abstand hat zuerst die Kategorie Volk und dann die Hauptkategorie unterteilt in verschiedene Altersklassen das Rennen in Angriff genommen. An den verschiedenen Einstiegen und Schwimmtechniken hat man gleich erahnt, wer Ambitionen auf eine gute Schlusszeit stellt oder einfach das Mitmachen im Vordergrund steht. Also hat man schon im Wasser viele Überholmanöver gesehen, aber für die vielen Zuschauer war es in diesem Gestürm nicht einfach, seine Schützlinge zu erkennen und anzuführen. Aus dem Wasser ist es vom Hallenbad über in die Mehrzweckhalle zur Wechselzone gegangen. Ein schneller Wechsel aufs Velo ist wichtig und braucht auch Übung. Nicht allen klingt es gleich gut, ist zum Teil noch verbesserungsfähig. Aber es ist ja auch erst der erste Triathlon vom Jahr und so hat die eine oder andere Entschuldigung ihre Berechtigung. Nebst den 550 Athleten, was bei dem zweiten Glattwalliseller Triathlon neue Teilnehmerrekord bedeutet, hat das herrliche Wetter auch eine grosse Anzahl sportbegeisterter Zuschauer angelockt. An verschiedenen Ständen hat man sich in Sachen Gesundheit oder Sportausrüstung informieren lassen können. Oder sich zwischen den Rennen verpflegt und ein bisschen zusammengehockt, eigene Rennen absolviert oder sich einfach am Dolce Far Niente hingegeben. Ich glaube, das hat auch unserem Gemeindepräsidenten gefallen. Benny Krismer, welche Bedeutung hat der Triathlon für die Gemeinde Wallisellen? Wallisellen hat vielfältige sportliche Veranstaltungen. Der Triathlon ergänzt das hervorragend. Und mit unserem Sven Riederer, der ja so hervorragende sportliche Leistungen bietet, ist das natürlich ein Highlight im Sportkalender von Wallisellen. Jetzt auf die Radstrecke. Aus der Mehrzweckhalle ist es auf ein gleichen Parcours gegangen wie bei der Elite. Auch wenn bei den Amateuren aufgrund von verschiedenem Trainingsaufwand oder Alter ein konditioneller Unterschied feststellen war oder die einen mit einem Dojo und die anderen im Porsche unterwegs waren, haben alle eine grossartige Leistung an den Tag gelegt. Dieses Jahr ist man die Velostrecke gegen Uhrzeigersinn gefahren, um ihr ein bisschen die Gefährlichkeit zu nehmen, hat es doch letztes Jahr der ein oder andere Sturz gegeben. Nicht allen hat das gepasst, weil sie so auch anstrengender geworden ist. Man kann es halt nicht allen recht machen.
Hören wir aber den Wort vom OK-Präsidenten zu. Oskar Gut, der Triathlon Nummer 2 läuft. Sind Sie zufrieden? Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Alles, was ich gehört habe von meinen Helfern, vom OK, von den Kollegen, von den Teilnehmern, läuft gut. Was ist für Sie das wichtigste Ziel, das Sie dieses Jahr erreichen wollen? Dieses Jahr wollen wir erreichen, dass die Organisation im Detail viel besser klappt als letztes Jahr. Einfach, dass jeder Teilnehmer und jeder Zuschauer heimgeht und sagt, wow, das war ein lässiger Anlass, da komme ich nächstes Jahr wieder. Ein Ziel haben sich auch all die Volkssportler und Amateure in den Kopf gesetzt, nämlich ins Ziel zu kommen. Aber zuerst ist es noch auf die letzte Etappe gegangen, ein anstrengender 4 km langer Laufkurs. Von dieser Idylle hatten die Wettkämpfer kaum etwas gehabt und schon gar nicht irgendwie geniessen können. Noch einmal hat es geheissen, alles geben und ab ins Ziel. Auspumpert oder auch nur einfach müde, war man stolz über die erbrachte Leistung und hat sich gratuliert. Und plötzlich hat man sich nicht mehr bekämpft, nur noch zusammen gefreut. Was ist die Motivation fürs Mitmachen an diesem Triathlon? Das war die Frage, die Max Baltis und Peter Straub an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestellt haben. Ja, weil ich finde es eine sehr, sehr schöne Sportart. Es ist irgendwie abwechslungsreich. Ich komme ursprünglich vom Schwimmen und habe irgendwann beschlossen, nicht mehr nur Schwimmen zu machen, sondern auch zwei andere Sportarten. Und da ist Triathlon perfekt. Weil ich gerne Triathlon mache und es ist ein guter Einstieg in die Saison. Also ich bin aus Deutschland und in der Schweiz ist einfach alles viel besser organisiert. Und die Landschaft ist so schön. Das frage ich mich auch jedes Jahr wieder. Ich habe das letzte Jahr das erste Mal mitgemacht. Das letzte Jahr war der erste in Wallisellen und es hat mir sehr gut gefallen. Ich sage Ihnen, Kollegin hat mich überschnurrt. Es war mein erster jetzt und es hat mich mal sehr gereizt. Ich fahre schon lange Velo und Joggen eigentlich auch schon relativ lang und das hat mich jetzt einfach mal gereizt. Ja, ich mache auch sonst viel Sport und ich meine, ich wohne in Wallisellen da 10 Minuten weg. Also ich meine, es ist eher eine Sache, dass man da in Wallisellen mitmacht. Das Wenn-Riederer ist in der Szene sehr bekannt und ich finde, man sollte unterstützen, wenn jemand aus der Szene eigentlich so etwas in die Region zurückbringt, in die Schweiz hinein und es macht einfach Freude. Meine Mutter organisiert auch manchmal einen Triathlon und ich habe einfach Spass am Triathlon und am Sport. Ja, ich finde Triathlon sehr gut, weil es ist gut für Ausdauer. Also sonst tue ich eigentlich Klettern, aber pro Jahr mache ich etwa 3 Triathlon. Und Wallisellen finde ich sehr gut organisiert. Ja, es fasziniert mich halt einfach der Triathlon und es ist der erste in diesem Jahr und den muss ich einfach mitmachen. Also ja, es ist auch mein erster Triathlon. Ich kann einfach mal wieder schauen, wo ich stehe. Und dass ich dann auch wieder schauen kann, wie ich muss trainieren und so. Es ist der erste im Jahr und es macht Spass, wenn so viele Leute da sind und so. Weil es mir Spass macht. Weil es mir einfach Spass macht. Und weil ich gute Kolleginnen habe, die auch gut im Sport sind. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben aber nicht nur Spass gehabt. Sie sind auch mit viel Ehrgeiz und grossen Ambitionen dabei gewesen. Schwer zu glauben, dass das Spass macht, wenn man die Bilder sieht. Aber jeder, der Sport betreibt oder betrieben hat, der schon mal an kleinere oder grössere Grenzen gestossen ist, kennt das. Kaum ist man erholt, denkt man schon wieder an die nächste Herausforderung. Und so haben sich die Kinder und Jugendlichen auf den Start zu Wallisellen gefreut. Beim Schwimmen hat man zum Teil gestaunt, was für einen Stil und was für ein Tempo die schon herlegen. In der Wechselzone hat es geheissen, Ruhe bewahren, eins ums andere und dann weiter. Aber die Nervosität der Eltern, die reinschreien, hat das Mädchen ziemlich aus dem Konzept gebracht. Wo ist mein Platz? Wo muss ich durch? Am Schluss hat es ja doch noch geklappt. Auch beim Velofahren hätte man mal nach dem Weg müssen fragen. Muss ich durch? Geradeaus! Aber am Schluss haben alle das Ziel gefunden. Bis zum Schluss wieder der Grosse. Der
Dass so ein Anlass durchgeführt werden kann, braucht neben einer guten Organisation auch viele Vorbereitungen und eine grosse Anzahl von freiwilligen Helferinnen und Helfern. Barbara Neff, Frühlingsmärkte, Klausmärkte, Walliszellermesse, jetzt noch ein Triathlon. Man sieht immer wieder die gleichen Leute, die helfen. Haben Sie nicht das Gefühl, dass man die Freiwilligen da zu fest belasten? Also wir müssen in der Tat schauen, dass man die Freiwilligenarbeit nicht überstrapaziert. Aber ich glaube, Wallisellen ist auch stark in der Wertschätzung der Freiwilligenarbeit. Und darum denke ich mir, wir sind gut unterwegs mit den Freiwilligen. Die knapp 200 Helfer, was ist das Erfolgsrezept, dass ihr die an so einem Sonntag motivieren könnt? Das möchten wir gerne wissen, das wissen wir auch nicht. Ich glaube, es ist der Anlass, der letztes Jahr einigermaßen gut über die Bühne ist. Das hat sich etwas umgesprochen. Und sicher ist auch noch die Unterstützung von Swiss Olympic mit dem Volunteer-Projekt. Wir haben über ein Viertel der Helfer, die von auswärts kommen, die sich spontan über die Website von Swiss Olympic gemeldet haben, um mitmachen. Wir haben den Präsident vom Bezirksgericht, unseren Notar, unsere Gemeinderäte, die sind alle aktiv im Einsatz. Kommen wir da nicht an die Grenzen der freiwilligen Arbeit? Genau dort fängt die freiwillige Arbeit an. Es ist nicht dort, wenn man auch noch ein bisschen Zeit hat, um etwas zu helfen, sondern dann, wenn man sonst schon unter Druck ist und dementsprechend Unterstützung leistet. Erst dann ist das freiwillige Arbeit. Und mit den 180, die hier im Einsatz sind, sehen wir, dass es funktioniert. Was macht der Gemeinderat, um das noch zu fördern? Im Moment sind wir dran, das freiwillige Jahr weiter zu gestalten, mit Anlässen, mit Informationen. Es ist aber auch etwas Längerfristiges vorgesehen, dass man nämlich eine Art wie einen freiwilligen Pool machen möchte. Das ist in Bearbeitung und da werden wir hören davon, wie das Projekt dann aussieht. Schwimmen, Rennen, Velofahren. In welcher Disziplin sieht man Benny Krismer hier mal mitmachen? In keiner Vorläufig. Ich bin immer amtlich unterwegs und habe demzufolge auch genug zu tun. Aber Kollegen von mir sind dauernd unterwegs. Der zweite Walliseller Triathlon war ein grosser Erfolg. Wie das aus der Sicht der Verantwortlichen aussieht, haben wir von ihnen wissen. Ich glaube, allem in allem war es wirklich eine Top-Veranstaltung. Und, es ist auch alles ein bisschen ruhiger vonstatten gegangen, als es letztes Jahr noch der Fall war. Viele haben einfach überhaupt nicht gewusst, was sie überhaupt mitmachen. Und inzwischen haben wir wirklich ganz viele gute Leute, die da letztes Jahr schon dabei waren, die jetzt wenigstens wissen, ja, was die Reihenfolge ist im Triathlon und wo die Gitter angestellt werden. Und von dem her hat es extrem vereinfacht. Knapp 600 Teilnehmer, knapp 200 Helfer. Wo kommen wir denn da an die Grenzen? Ich glaube, von der Anzahl her sind wir schon fast an der Grenze. Wir haben auch mal ursprünglich so viel budgetiert für unseren Anlass. Das Motto ist, klein, aber fein. Wir wollen nicht ins Unendliche wachsen. Und ich glaube, wir sind jetzt auf dieser Zahl, die wir auch in den nächsten paar Jahren weiterverfolgen können. Triathlon. Das heisst Schwimmen, Velofahren und dann auch noch Rennen. Unglaubliche sportliche Leistung, die hier gefordert ist. Wie wird man aber ein erfolgreicher Triathlet? Genau das haben junge Sportlerinnen und Sportler am 24. März vom Profi-Triathlet Sven Riederer wissen. In den Sportanlagen hat er den Jungs und Mädels Tipps und Tricks weitergegeben. Die Begeisterung für diesen abwechslungsreichen Sport hat Sven Riederer vermitteln. Ich war heute Morgen noch ein bisschen nervös und dachte, oh, wer kommen denn da wirklich alle? Aber es ist cool, dass das so gut geklappt hat. Ich denke, die Idee wäre am heutigen Tag, dass ich euch einfach ein paar Inputs, ein paar Ideen bringe für unser Training, Triathlon. Aber es geht nicht irgendwie darum, um heute irgendwie hart zu trainieren oder einen Wettkampf. Über 100 Kids zwischen 9 und 16 Jahren wollten dabei sein. 21 von ihnen sind ausgewählt worden und die waren ganz gespannt, was sie vom Profi Sven Riederer alles lernen können. Zuerst ist noch ein Erinnerungsfoto gemacht worden und dann ist es auf dem Spöde losgegangen. Der Sven hat mit seinen Schützlingen ein Lauftraining gemacht und ihnen verschiedene Techniken beim Trainieren gezeigt. Das ist wirklich wichtig, dass so im technischen Sachen, dass es wirklich langsam gemacht wird, oder? Ich habe früher auch viele Fehler gemacht, dass ich das auch einfach zu schnell gemacht habe, aber da wollen wir wirklich, dass er so ein bisschen neue Sachen lernt, neue Bewegungen und so, dass er das könnt verbessern könnt, oder? Jetzt gehen wir ins Laufen rüber. Ich
Zum Schluss hat es noch ein kurzes Ausdauertraining gegeben, das alle ganz schön gefordert hat. Ist noch warm, oder? Das Trainieren hat durstig gemacht. Wenn jeder macht Ihnen besonders Spass an diesem heutigen Trainingstag? Das ist für mich sehr schmal, so einen Nachwuchstag können zu leiten. Und ich bin auch dementsprechend ein bisschen nervös gewesen, weil man weiss ja nie, funktioniert es auch, kommen auch alle, hat man es auch ein bisschen vernünftig vorbereitet. Aber so wie es jetzt aussieht, sind glaub die Nachwuchsathleten sehr zufrieden mit dem Training. Und ja, ich glaube, es ist ein Erfolg. Spaghetti und verschiedene Soßen sind auf dem Menüplan vom Mittagessen gestanden. Die jungen Triathletinnen und Triathleten hatten grossen Appetit und sie haben es genossen, dass der Sven mit ihnen am Tisch gesessen ist. Am Nachmittag ist es beim Hausbau weitergegangen. Der Sven Riederer hat erzählt, auf was es beim Training ankommt. Das polysportiv ist das Training, dass er wirklich viele Sportarten ausprobiert. Und machen. Also ihr müsst euch nicht schon zu früh auf den Triathlon fokussieren. Dabei hat er diesen Anfangstalent manche interessante Tipps geben. Der letzte Teil dieses Trainingstag hat dann im Hallenbad stattgefunden. Der eine Arm schwimmt er und der andere Arm ist hinten. Einfach so hinten. Und ihr schwimmt so. Man hat die verschiedenen Schwimmstils trainiert. Es ist erstaunlich, wie intensiv die jungen Athletinnen und Athleten schon trainieren. Und man hat gesehen, dass es unter ihnen ein paar grosse Talente hat. Von diesem Trainingstag haben sicher alle etwas mitnehmen, was ihnen in der Zukunft im Trainieren wird helfen. Oskar, gut, in ein paar Tagen ist der dritte Walliser Triathlon. Wie weit sind Sie mit den Vorbereitungen? Wir stehen sehr gut in den Vorbereitungen. Es läuft alles nach Plan. Und wir sind überzeugt, dass wir wieder ein tolles Triathlonfest werden erleben in Wallisellen. Gibt es Änderungen gegenüber dem letzten Jahr? Nein, wir basieren eigentlich auf dem Konzept vom letzten Jahr. Es gibt ein paar kleine Detailänderungen, selbstverständlich auch ein paar Verbesserungen gegenüber dem letzten Jahr. Das einzige Erwähnenswerte ist, dass wir im Zeitplan zwischen den Elite-Rennen der Frauen und der Männer Kategorien von der Schüler und Jugend eingeschoben haben. Das macht es ein bisschen attraktiver und auch einfacher. Und zudem haben wir noch eine Variante, wenn es schön Wetter ist, tun wir die Wechselzone bei den Elite-Rennen beim Ziel an. Und das ist auch attraktiv für das Publikum. Gibt es noch größere Probleme, die Sie jetzt lösen müssen? Es gibt eigentlich nur ein Problem. Und das ist, dass wir noch zu wenig Helfer haben für am Samstag und am Sonntag. Dort wären wir froh, wenn wir noch ein paar Walliserinnen und Walliser hätten, die mitmelfen würden. Es gibt leichte Arbeiten, gibt schwere Arbeiten. Also je nachdem, wie jemand sich engagieren will. Dann haben wir noch etwas ganz Neues. Wir haben einen Club gegründet in Wallisellen, und zwar den Tristar Cats Wallisellen. Das ist der neue Triathlon-Club, wo Aktive in Wallisellen den Triathlonsport betreiben können. Das ist eine neue Gründung seit dem 1. März und alle Informationen zu dem finden wir auf der Homepage von unserem Anlass. Am 15. April hat der grösste Sportanlass dieses Jahres stattgefunden. Der Glatt Walliseller Triathlon. Natürlich war auch das Televista-Team dabei. Nein, nicht als Sportler. Aber mit unseren Kameras haben wir die Leistungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer festgehalten. Losgegangen ist es im Hallenbad. Ein bisschen strecken, noch ein bisschen dehnen. Und dann hat es geheissen, Achtung, fertig, los. Am Punkt 10 ist die erste Konkurrentin ins Wasser gesprungen und dann ist es im 15 Sekunden Rhythmus weitergegangen. Bei den Teams und dem Volk ist es über 600 Meter gegangen. Der Sven Riederer hat, beobachtet von einer Kamera auf dem Schweizer Fernsehen, spannend die Rennen verfolgt. Aber es hat auch viele interessierte Zuschauer gehabt. Nach den 12 Bahnlängen an 50 Meter ist es weitergegangen zur Wechselzone in der Mehrzweckhalle. Die Hunderten von Velos haben Konkurrentinnen und Konkurrenten schon vor dem Rennen parat gestellt, damit sie jetzt möglichst schnell auf die Velostrecke gehen konnten.
Und dann ist es auf dem Velo weitergegangen. Die Radstrecke war 15 km lang und hat von der Mehrzweckhalle bis zum Wendepunkt im Hagenholz und wieder zurück zum Ausgangspunkt geführt. Trotz dem nasskalten Wetter ist zügig gefahren worden. Aber das Paar hat es auch recht gemütlich genommen. Nach diesen drei Runden an 5 km ist man wieder in die Wechselzone gekommen und hat sich für den dritten Teil des Triathlons am Laufen parat gemacht. Schon gerade am Anfang ist es steil aufwärts gegangen. Auf der Laufstrecke ist es wieder Richtung Hagenholz gegangen. Noch sind die meisten recht locker unterwegs gewesen. Aber nach dem Schwimmen und Velofahren hat man an ein paar doch die Anstrengung angesehen. Aber mit dem Ziel vor Augen sind die Strapazen schnell vergessen gewesen. Die Schüler haben sich natürlich besonders über die schönen Erinnerungsmedaillen gefreut. Aber auch für alle anderen, die dabei waren, hat es eine Auszeichnung gegeben. Unter den Konkurrentinnen und Konkurrenten haben wir auch ein paar bekannte Walliseller Gesichter entdeckt. Der Thomas Reutener, der Geschäftsführer der Waterworld AG, hatte ein Heimspiel gehabt. Und er hat sich beim Schwimmen mächtig ins Zeug gelegt. Beim Teamwettbewerb wollte eigentlich unser Gemeindepräsident dabei sein. Benny Kriesmann, Sie stehen auf der Startliste, aber Sie können jetzt nicht starten. Was ist passiert? Vor 14 Tagen beim Eishockey-Turnier der Gemeinde habe ich im Finale einen Stockhandstich verwischt und jetzt eine Rippe gebrochen. Und das ist ein Start ausgeschlossen. Für das Team Li B. Roh ist an ihrer Stelle die Brigitte Redmann zusammen mit der Li Krismer und dem Roland Mörgeli gestartet. Die Li Krismer ist auf die Velostrecke gegangen. Der Beat Zahlenbach von der Feuerwehr war beim Schwimmen dabei gewesen. Die Li Krismer war mit dem Velo ganz flott unterwegs gewesen. Der Thomas Reutener hat alle drei Disziplinen bestritten. Für das Team Papa Joe ist der Thomas Eckenräder auf die Laufstrecke gegangen. Auch unser Televista-Kollege, der Thomas Peter, der alle drei Disziplinen bestritten hat, war gut unterwegs gewesen. Der Roland Mörgeli hat im Ziel noch einen recht frischen Eindruck gemacht. Der Jürg Niederhauser hat sein Rennen schon hinter sich gehabt, wo der Thomas Reutener im Ziel eingelaufen ist. Und der Thomas Eckenräder hat noch einen rechten Schlussspurt hergelegt. Hallo Thomas, wie geht's? Gut, danke. Viel mehr wirklich können wir noch nicht. Nein, ist gut. Dick eingepackt und mit Regenschirm bestückt. Ja, als Zuschauer hat man sich warm müssen anlegen. Trotzdem haben die Gäste am Strassenrand den Anlass genossen. Wir wollten von ihnen wissen, warum sie aber nur Zuschauer und nicht Akteure sind. Weil ich nur eine Schwimmerin bin. Und im Säckeln und im Velofahren bin ich ganz schlecht. Weil ich zu alt bin. Und meine Kinder machen ja das mit, die sind besser und ich bin definitiv zu alt für das. Ich nur noch laufen und tanzen und das muss einfach lange. Wenn ich fitter wäre, würde ich sicher mitmachen, aber es braucht ein bisschen Training und einfach so gehe ich nicht. Es braucht auch Zuschauer und ich bin ein guter Zuschauer. Ganz einfach, weil ich verletzt bin. Ich bin vor 2 Wochen auf dem Velo gefallen und habe den Rücken blockiert. Aber ich wäre angemeldet. Nächstes Jahr wieder. Ich komme extra aus Köln, da kommt er! Dennis! Tut mir leid! Ich komme extra aus Köln und habe kein Fahrrad dabei. Weil ich meine Mama fähnen muss. Ich bin kein Sportler oder Sportlerin. Wenn Sie den Mann, der ist besser, der macht Sport, ich nicht. Aber ich tue einen Kollegen anführen. Weil ich meinen Sohn begleite. Also ich habe auch schon mitgemacht. Und werde auch wieder mitmachen. Weil mein Partner mitmacht und es braucht Unterstützung.
Damit so ein Anlass überhaupt durchgeführt werden kann, braucht es eine gute Organisation und vor allem ganz viele freiwillige Helfer. Claudia Rothlin hat den Wecker früher stellen, damit sie am Organisationskomitee und den Heinzelmännchen bei den Vorbereitungsarbeiten hat können über die Schulter schauen konnte. 4 Stunden bevor der Startschuss den Triathlon eröffnet hat, sind die ersten fleissigen Helfer am Werk gewesen. Ab der 6 Uhr ist die Strecke parat gemacht worden. Das noch mit Behinderung vom Verkehr, weil die Strasse noch nicht gesperrt war. Bald wird das aber nachgeholt und die Helfer können jetzt ungestört arbeiten. Damit aus normalen Strassen eine Rennstrecke für einen Triathlon wird, braucht es einen Haufen Material. Es sind etwa 500 Absterpfosten, dann sind fast 100 Gitter und sehr wahrscheinlich ein paar Kilometer Band. Wie sieht es aus mit dem Zeitplan? Wie geht es jetzt noch weiter? Wir müssen auf die Viertel vor 9 Uhr bereit sein, in allen Abschnitten, fertig erstellt. Ich mache einen Rundgang noch am Schluss, um die Sicherheit noch gewährleisten. Und nachher gehen die Abschnittsleiter mit ihren zugeteilten Leuten auf die Strecke. Und um 10 Uhr sollte es anfangen. Bis dahin gibt es aber noch genug zu tun. So müssen die Sponsorenbanden an den knapp 100 Gitter festgemacht werden. Auch zeitmässig am Ziel muss installiert werden. Das Aufstellen hat aber nicht erst am Sonntagmorgen angefangen. Mit den Aufbauarbeiten haben wir eigentlich am Freitag angefangen, Freitagmorgen um 9 Uhr. Da haben wir alles einmal, was man hat können vorbereiten für die Strecke. Man hat das Material geholt, man hat mit den Helfern die Werbebanden schon montiert. Also all die Arbeiten, die man schon gut hat können, am Freitag machen, die haben wir hier erledigt. Schon am Samstag sind auch die Wechselzonen in den Mehrzweckhallen und das Hallenbad vorbereitet worden. Da braucht es nur noch ein bisschen Feinschliff. Am 8. trifft sich auch die TÜV-Gruppe zum Rapport. Sie ist außerhalb des OK organisiert und für einen Triathlon enorm wichtig. TÜV-Fahrer sind im Grundsatz verantwortlich für die Streckensicherung. Das heisst, man kann sich vorstellen, Winter, Pfadschlitten, sie fahren voraus und schauen, dass die Strecke frei ist. Sie greifen ein, wo unerwartet Schwierigkeiten entstehen oder könnten entstehen. Und die Hauptaufgabe der TÜV-Fahrer ist, den Transport der Ski zu richten. Nach der Besprechung machen sich die Fahrer parat. Sie müssen sich mit den Eigenheiten und den heiklen Punkten der Strecke vertraut machen. Im Catering-Bereich des Triathlon Beizli laufen zur gleichen Zeit Vorbereitungen auf Hochtouren. Dieser Bereich gehört zu denen, die viel Helfer braucht. Wir brauchen hier in der Festwirtschaft rund 50 Helfer. Mit dem Aufstellen und dem Abbrechen und dem Betreiben. Und dann auch die ganzen Bestellungen vorbereiten. Wir müssen vorbereiten, was wir überhaupt anbieten und so weiter. Plakat schreiben. Also eine riesige Menge von Arbeit ist da eigentlich dahinter. Aber es gibt nicht nur eine riesige Menge von Arbeit, sondern auch eine riesige Menge Essen und Trinken, die da muss angebracht werden. 540 Liter Mineral, alkoholfreie Getränke. Dann haben wir etwa 200 Liter Bier, alkoholfrei. Und als Esswaren haben wir rund 300 Portionen Erdbeermakronen. Wir haben 500 Kalbsverdürst und etwa 300 Servola. Plus noch ungefähr 150 Schnitzelbrot. Schon treffen auch die ersten Athleten ein. Und auch für die Helfer gibt es Helfer. Wir versuchen hier unten einfach alles zu koordinieren, die Informationen rauszugeben an die betreffenden Leute, die ihre Leute brauchen, und ein bisschen Übersicht verschaffen über das Ganze. Wie viele sind denn im Einsatz? Im Einsatz sind über 100 Helfer im Ganzen. Oder? Ein Teil wird eben von der Festwirtschaft gerade direkt gerüstet und abgegeben. Und alle Helfer, die zugeteilt sind, sonst, die kommen zu uns runter. Am 10. gilt es dann ernst, nicht nur für die Athleten.
can assure you this, I can help. I got two strong arms, I can help. It would sure do me good to do you good. Let me help. All right, the people get lonely, ain't nothing new. But a woman like you, babe, should never have the blues. Let me help. I got two for me. Let me help. It would sure do me. Während die letzten Läufer noch unterwegs sind, wird der Teil der Strecke, der nicht mehr gebraucht wird, schon wieder abgeräumt. Jetzt ist auch der Zeitpunkt, um eine erste Bilanz zu ziehen. Was ich kann sagen und erlebt habe, im Grossen und Ganzen ist das alles gut über die Bühne gegangen. Auch dank dem weniger schlechten Wetter, als wir erwartet haben. In Bezug auf die Helfer sieht der OK-Präsident Licht und Schatten. Dass wir immer noch ein grosses Potenzial an Freiwilligen haben, die bereit sind, an so einem Tag, auch bei schlechtem Wetter, freiwillig mitzumachen, ohne dass wir ihnen da einen grossen Lohn versprechen kann. Es ist vor allem der Tennis Club Walliselle, der die ganze Festwirtschaft macht. Da sind allein 40 Helfer im Einsatz gewesen. Die Augen des OK sind jetzt schon vorgerichtet. Die grösste Aufgabe für das nächste Mal ist das Verlängern der Sponsorenverträge. Dick anstreichen im Kalender muss man den 14. April 2013. Dann geht der 4. Glattwalliser Triathlon über die Bühne. Auch der offizielle Teil darf an so einem top organisierten Event natürlich nicht zu kurz kommen. Der Gemeindepräsident Benny Krismer hat am Triathlon einen ganz besonderen Ehrengast willkommen geheissen. Ihnen, Frau Spierig, auch im Namen der Gemeinde Wallisellen und dem Gemeinderat von Wallisellen nochmal herzliche Gratulation. Es gibt kaum etwas, wo jemand, der in der Öffentlichkeit steht, so freut, wenn jemand so viel Erfolg hat, wie Sie es jetzt gehabt haben. Alles Gute für die Zukunft und danke vielmals, sind Sie auf Wallisellen gekommen. Nicola Spierig, Sie sind da Ehrengast beim Blatt Walliseller Triathlon. Was ist Ihr Eindruck von diesem Anlass? Ja, super. Es ist ganz lässig, dass in der Region ein Triathlon so organisiert wird. Es ist wunderschönes Wetter heute. Also ich hätte selber Lust, mitzumachen. Sie haben es gerade angesprochen. Sie haben ja wegen der Babypause jetzt gerade auch Wettkampfpause. Wann geht es wieder los mit dem Training und Wettkampf? Training ist schon ein bisschen losgegangen. Wettkampf habe ich mir keinen Termin vorgenommen, sondern ich will zuerst eigentlich wieder fit werden und hoffe dann, dass so gegen Ende Jahr etwas möglich ist. Aber eben dort habe ich keinen festen Plan, wie das dann aussieht. Kribbelt es dann schon? Zum Trainieren ja, auf jeden Fall. Eben, besonders wenn es so schön Wetter ist, ist es natürlich lässig, wenn man wieder rausgehen kann trainieren kann. Und da freue ich mich jetzt auch drauf. Wettkampfmässig, wenn ich starte, dann werde ich fit starten. Von dem her, und das bin ich noch nicht, aber ich freue mich schon wieder auf die nächsten Wettkämpfe. Ja. Wie gesagt, Sie haben jetzt Babypause gehabt. Ist man da jetzt viel hinten drin, wieder, wenn man einsteigt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Was hat das für einen Einfluss? Gut, das ist noch ein bisschen früh zu fragen, das sehe ich dann. Aber es gibt ja viele, oder es gibt einige Spitzenathleten in der Schweiz, die gezeigt haben, dass es durchaus möglich ist, nach einer Babypause wieder top zu werden. Und ich denke, es ist auch eine Frage von der Organisation. Der Kleine und ich müssen uns beide ein bisschen angewöhnen und uns ein bisschen einspielen lassen. Aber ich fühle mich gut, ich habe kein Problem gehabt und von dem her freue ich mich jetzt, um wieder fit zu werden. Nach der gelungenen 5. Auflage des Walliseller Triathlon haben wir vom OK-Chef, Oskar Gut, wissen, wie er den Anlass erlebt hat. Ich habe den Triathlon heute sehr positiv erlebt. Ich habe heute Morgen gesagt, wenn das so gut läuft, wie es letztes Jahr gelaufen ist, dann bin ich zufrieden. Und aus allem, was ich gehört habe, auch von meinen Kollegen, ist es sehr gut abgelaufen. Mindestens so gut wie letztes Jahr. Vielleicht einzelne Punkte, die wir verbessert haben, sogar besser. Wir haben ein paar ganz kleine Probleme gehabt, aber die sind minimal gewesen. Also die kann man eigentlich vergessen. Es war ein toller Anlass gewesen. Sie haben den Triathlon jetzt 5-mal organisiert. Jetzt treten Sie zurück. Was geben Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg? Ich gebe ihm einen gut organisierten Triathlon auf den Weg, der auch finanziell sehr gut aufgestellt ist und etabliert ist. Selbstverständlich kann man den Wettbewerb immer noch verbessern und entwickeln. Aber wir geben ihm einen ganz tollen Triathlon mit auf den Weg. Und er hat es schön, er kann es OK übernehmen, so wie es ist. Und er kann vor allem auch mit den Helfern arbeiten und Helferinnen, die wir hier im Einsatz hatten. Über 160 Stück waren es. Und das war eine ganz tolle Equipe, die uns geholfen hat. Und werden Sie selber am Triathlon treu bleiben?
Selbstverständlich werde ich dem Triathlon treu bleiben. Wir haben ja noch einen Stammverein in Wallisellen. Da ist der eine Teil ist der Anlass von heute. Dann ist das Projekt mit dem Trainingszentrum und Leistungszentrum. Und es ist der Club Tristarkeits. Und das alles ist zusammengefasst im Stammverein Triathlon Wallisellen. Dort haben wir einen kleinen Vorstand. Und dort werde ich zusammen mit dem Finanzchef noch dabei sein. Beim 6. Glattwalliseller Triathlon am 19. April ist der Lokalmatador Sven Riederer einmal mehr seiner Favoritenrolle gerecht worden. Er hat mit einem Abstand von 4 Sekunden vor seinen Verfolger, dem deutschen Justus Steffen und seinem Walliseller Trainingskollegen Andreas Alvisberg gewonnen. Dabei war der Start suboptimal. Auf der 600 Meter langen Schwimmstrecke hat er nämlich schon 20 Sekunden verloren und ist als 8. auf die 15 km lange Velostrecke gegangen. Die Verfolgergruppe mit dem Sven Riederer hat bald zur Spitzengruppe aufschliessen. Auf die abschliessende Laufstrecke ist er als Leader gegangen und hat das Rennen in einer Zeit von 43 Minuten und 45 Sekunden souverän gewonnen. Siegerin bei den Frauen ist die Urnerin Jolanda Annen vor der Anja Knupp aus Deutschland und der Wattländerin Emma Billen geworden. Am Triathlon hat es dieses Jahr auch noch eine Premiere gegeben. Zum ersten Mal hat Max Sutter als neuer OK-Chef gewirkt. Wir haben ihn am Ende zum Interview getroffen. Claudia Rothlin hat ihn als erstes gefragt, welche Bilanz er vom Triathlon 2015 zieht. Wenn ich das Resümee so ziehe, ist, wir haben mit dem Wetter haben wir sehr Glück gehabt. Wir haben bis als Pro-Rennen her haben wir keine grossen schlimmen Unfall gehabt. Jetzt am Schluss ist der Luis Knabel, Österreicher, der in Wallisellen trainiert und wohnt, noch gestürzt. Scheint ihm nicht schlecht zu gehen. Das Velo ist kaputt, aber sonst hat er glaube ich, keine grössere Schäden gehabt. Das war ja Ihre Premiere als OK-Chef. Was ziehen Sie da für eine Bilanz? Ja, da muss ich sagen, ich will vor allem meinem OK herzlich danken. Die ersten OK-Mitglieder sind schon gestern und auch heute im Laufe des Tages gesagt, du, OK-Chef, wir müssen dann nächstes Jahr das müssen wir anders machen, das müssen wir besser machen. Das zeigt mir eigentlich auch, dass sie jetzt schon mitdenken für den nächsten Triathlon. Also, die haben heute schon Ja gesagt, dass sie nächstes Jahr wieder mitmachen. Das ist für mich natürlich das Grösste und die haben wirklich extrem gut gearbeitet. Ich habe wirklich eine super Truppe zusammen. Wie gross ist die Nervosität im Vorfeld und während dem Triathlon selber gewesen? Also nervös im Vorfeld bin ich gewesen, so in den ersten paar Monaten, als ich angefangen habe, das OK zu übernehmen und anfangen zu arbeiten dort, wo ich nicht gewusst habe, wo was ich was machen wollte. Habe ich aber sehr viel gute Vorarbeit gehabt vom Vorgänger. Und dann hat meine Nervosität, hat dann so im März ist mal so eine Phase gewesen für mich selber. Und dann die Woche, am Montag bin ich eigentlich gar nicht nervös gewesen. Ich habe auch sehr gut geschlafen heute Nacht. Und heute Morgen hat es eine hektische Phase gegeben, aber das habe ich vorher schon gesagt beim Sponsorenapéro. Das ist halt so. Das ist der Triathlon. Irgendwo geht es einfach auf einen Moment zu. Es ist alles an einem Tag, es ist alles ein Provisorium. Aber am Morgen haben wir dann das auch in den Griff gekriegt. Und von dem her muss ich sagen, haben wir es eigentlich super hergekriegt. Ich würde vielleicht noch Danke sagen den Zuschauern, den Athleten auch besonders. Die haben den Wettkampf gestaltet als solches, von den kleinsten bis zu den grössten. Und gefußt hat es ja eigentlich von der Idee her vom Sven Rieder. Das war seine Idee, hier einen Triathlon zu machen. Aber jetzt geht, was daraus geworden ist bei der 6. Ausgabe, muss ich sagen, ist genial. Super Anlass. Der Walliseller Triathlon war dieses Jahr zum ersten Mal eine zweitägige Veranstaltung, die am 3. April-Wochenende über die Bühne gegangen ist. Am Samstag, 16. April, hat der Walliseller Triathlon aber noch mit einer zusätzlichen Neuigkeit aufgewartet. Ein Night Run. Initiiert hat der Run der Walliseller Profisportler und Triathlet Sven Riederer. 3, 2, 1. Night Run der Walliseller. Der Startschuss zum ersten Night Run im Rahmen des Walliseller Triathlon ist gefallen. Und gleichzeitig wohl auch ein Stein ab dem Herz von Sven Riederer, einem Initiant des Anlass. Die meisten Leute sind eigentlich begeistert. Das ist natürlich so ein bisschen immer so, wenn etwas das erste Mal ist, dann weiss man nicht so genau, ja, kommt es gut an und so. Es ist gut angekommen. Knapp 500 Teilnehmer haben sich angemeldet und hätten die Organisatoren mehr zugelassen, wäre es wohl noch mehr geworden. 500 Leute haben gesagt, für das erste Mal wollen wir zulassen, dass wir es auch bewältigen können.
Ich habe dann im Ziel gemerkt, dass 500 auch mit mir an Grenzen gekommen sind. Also bei der Verpflegungsstelle haben wir einfach unsere Mühe gehabt, dass wir das dann können handeln. Aber jetzt wissen wir es natürlich für nächstes Jahr. Ich bin happy, dass es so gut geklappt hat für mich das erste Mal. Es gibt also eine Wiederholung vom Anlass. Ja, selbstverständlich müssen wir jetzt noch eine Analyse machen, dann, aber ich würde mich also stark dafür einsetzen, dass wir den Eitern nächstes Jahr wieder machen. Und vielleicht kann das nächste Mal auch der Sven Riederer mitrennen. Bei der Premiere hat er auf eine Teilnahme verzichtet. Ich hatte eigentlich heute mit meinem Rennen genug Stress gehabt. Ich bin die erste Runde mitgefahren mit dem Velo, einfach zu mal ein bisschen schauen, so wie es ankommt. Ich habe gewisse Sachen gesehen, die auch nicht gut waren. Also mit der Musik zum Beispiel, da kann man viel, viel mehr machen auf der Strecke, dass wirklich mehr Leute Tempo machen drin sind mit Musik. Aber im Großen und Ganzen ist der Sven Riederer zufrieden gewesen. Zufrieden mit der Durchführung ist man auch im OK vom Walliseller Triathlon. Das ist eine super Erfindung von Sven. Die Leute haben irrsinnig Freude gehabt. Wir haben auch Glück mit dem Wetter. Und Unfall sind bisher, die ich gehört habe, nicht passiert. Also riesen Erfolg. Obwohl er auch noch Optimierungspotenzial sieht. Wir haben natürlich jetzt für die Helferseite und vom Aufbau, von der Koordination, von der Infrastruktur, das ist für uns recht schwierig gewesen, zu herausfinden. Ersten Tag ein Triathlon, am zweiten Tag ein Triathlon und dann noch den Nightrun am Abend vorher. Da haben wir noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Überlupft hat man sich aber nicht. Nein, übernommen haben wir uns nicht, aber wir sind natürlich, wir haben einfach einen extrem hohen Anspruch an Qualität und an dem liegt es natürlich vor allem. Aber übernommen haben wir uns nicht, definitiv nicht. Zu viel ist es wahrlich nicht, wenn man das Fazit der Teilnehmer anlässt, wie sie denn den ersten Nightrun erlebt haben. Für mich war er recht anstrengend, aber es ist etwas anderes auf Asphalt laufen oder auf Waldweg. Aber es ist ein cooles Feeling und macht Spass grundsätzlich. Ja. Super toll. Also es war mega. Einfach klasse. Ja, es war super, weil es hat Spass gemacht, war es zum ersten Mal. Und dann haben wir ein bisschen Spass gehabt. Heute Nacht. Der Auftakt zum internationalen Walliseller Triathlon 2016 hat das Elite-Rennen der Männer und Frauen gemacht. Das ist das erste Mal schon am Samstagnachmittag vor dem Nightrun durchgeführt worden. Dabei hat es eine grosse Überraschung gegeben. Zum ersten Mal ist nämlich nicht, wie in den letzten 6 Jahren, der Sven Riederer zuoberst auf dem Podest gestanden. Er hat den Sieg an seinem Wattländer Nationalteamkollegen Adrien Briffo überlassen. Bei den Männern sind 23 Profis und 9 Nachwuchsathleten gestartet. Auf der 600 Meter langen Schwimmstrecke ist es am Sven Riederer nicht optimal gelaufen. In der Wechselzone war er nur an 10. Stelle. Den Rückstand konnte er aber auf der 50 km langen Radstrecke aufholen und konnte schnell bis auf den 2. Platz fahren. Aber der Abstand war doch zu gross und er konnte auf dem letzten Teil, den 4 Laufkilometer, den führenden Adrien Briffo nicht mehr einholen. Dritter geworden ist der Andreas Altisberg, der in Wallisellen wohnt und auch hier trainiert. Bei den Frauen hat zum dritten Mal die Urnerin Jolanda Annen gewonnen. Auch sie wohnt in Wallisellen und trainiert regelmässig im Triathlon-Trainingszentrum. Als zweite ist Lisa Maria Berger auf dem Podest gestanden und dritte ist Katharina Heid aus Deutschland geworden. Tri-Circuit. Unter diesem Titel treten 11 Triathlon-Veranstalter unter einem Dach auf. Das erste Rennen ist hier in Wallisellen bestritten worden. Das Logo des Tri-Circuit war praktisch überall. Unter dem Titel sind neu 11 Triathlon-Events in der ganzen Schweiz zusammengefasst und werden gemeinsam vermarktet. Es ist eine riesige Chance, wenn wir gemeinsam auftreten in der Schweiz, wenn wir das ein bisschen, die Kräfte ein bisschen bündeln, oder? Dass nicht jeder Event alleine etwas für sich macht, oder? Also auch in der Kommunikation und Vermarktung und so. Das ist auch viel grösseres Potenzial, wenn man da ein bisschen miteinander auftritt. Speziell natürlich im Triathlonsport, wo natürlich eher eine Randsportart ist. Im Vergleich jetzt zu den Laufevents, die natürlich auch viel grösser sind. Die Aufgabe, den Triathlonsport noch etwas bekannter zu machen, hat Sven Riederer übernommen. Ja, es ist eine Doppelrolle, die ich an diesem Wochenende natürlich hatte. Dann war das erste Rennen des Jahres.
Und dementsprechend ist es natürlich, das erste Mal ist immer speziell. Und da willst du es natürlich auch sehr, sehr gut machen. Und wir haben viel, viel Eventinfrastruktur neu produziert. Und das ist jetzt eigentlich hier zu Wallisellen das erste Mal zum Einsatz gekommen. Und es hat eigentlich alles geklappt. Am Samstag hat es noch ein paar Sachen, die noch nicht so optimal gewesen sind. Aber jetzt am Sonntag ist dann wirklich alles perfekt gewesen. Was ist denn neu zum Einsatz gekommen? Ja, also natürlich der Zielturm. Das ist sicher etwas ganz, ganz Spezielles. Also mit einem LED. Screen, wo man Videos laufen lassen. Das ist etwas, was in dieser Form eigentlich jetzt in den Austauschsportarten noch nie gesehen. Und es ist einfach eine weitere Dimension, um einfach attraktive Events gestalten, natürlich auch den Sponsoren oder so eine Plattform bieten, eben Videos können dort während dem ganzen Tag zeigen. Und das macht das Ganze halt ein bisschen dynamischer. Videos sind für den Tri-Circuit zentral. So ist ein dreiköpfiges Team von 360 Productions aus Ungarn am Walliseller Triathlon unterwegs gewesen. Sie haben sich als Medienproduzenten auf den Triathlon-Bereich spezialisiert und berichtet von Triathlon-Anlässen aus ganz Europa. Jetzt auch von allen 11 Tri-Circuit-Anlässen in der Schweiz. Da produzieren wir halt Videos, Webvideos, praktisch Videos, die halt einen Geschmack auf das Rennen dann machen sollen für die Zuschauer. Und danach natürlich die Berichterstattung, damit man das auch im Netz dann verfolgen kann, auf Videos. Am Wochenende vom 14. und 15. April ist schon zum 9. Mal der Walliseller Triathlon ausgetragen worden. Wie in den letzten Jahren sind es auch das Mal die Jüngsten gewesen, die das Wettkampfwochenende haben eröffnen. Und für sie hat es mit einer neuen Disziplin auch noch gerade eine Premiere gegeben. Die ersten, die am Samstag ins Wasser gepumpt sind, sind Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 2011 und älter, die bei der neuen Kategorie Schüler Swim and Run gestartet sind. Zuerst werden 50 Meter geschwommen. Dazu wird auf einer Viertelbahnlänge einmal gekehrt. Statt dann aufs Velo umzusteigen, werden in der Wechselzone gerade T-Shirt und Turnschuhe montiert. Und dann geht es ab auf die 800 Meter lange Laufstrecke. Dennis, dieses Jahr haben wir ganz neu die Kategorie Swim and Run. Wie ist dazu gekommen, dass die gegeben hat? Wir hatten eigentlich letztes Jahr ein Pilotprojekt, wo wir die Schulklassen haben starten lassen, einfach so ein bisschen als Einstieg in Triathlon mit einer ganz kurzen Distanz. Und dieses Jahr haben wir gefunden, wir lassen sie nur noch schwimmen und rennen. Ist doch einfacher für die Kinder, wenn auch noch das Velo dazu kommt. Also hätte man auch Velo und Rennen oder Schwimmen und Velo machen, also einfach andere Kombinationen, oder warum hat man gerade die zwei genommen? Ja, Schwimmen und Velo ist eigentlich eine Kombination, die man nicht so häufig macht. Wir haben ja von der Tristakette Walliselle, vom Triathlon Club in Walliselle haben wir noch einen Duathlon. Dort fahren sie Rennen und Velo fahren. Und da machen sie jetzt quasi eigentlich einen Aquathlon, Schwimmen und Rennen. Zwischen 5 und 10 Minuten brauchen die Jungen für die Strecke und kommen am Schluss glücklich ins Ziel. Mir hat das Rennen besser gefallen. Weil beim Schwimmen kann ich nicht so gut schwimmen. Aber Rennen kann ich ganz gut. Das letzte Mal hatte ich ja noch Velofahren gehabt. Und das habe ich recht anstrengend gefunden. Aber das habe ich jetzt viel besser gefunden als letztes Jahr. Was ist jetzt besser? Zwei oder drei Disziplinen? Also drei ist halt schon etwas Spezielleres, aber das war jetzt auch gut gewesen. Ja, es ist einfach cool. Mit der mal schauen, wer stärker ist und so. Ja. In den verschiedensten Alterskategorien hat es Medaillen und Preise gegeben. Wenn man so gewonnen hat, wie ist das? Einer das mitmachen. Man fühlt sich also cool, wenn man gewonnen hat. Man ist aufgeregt. Auch die Einzelwertung, wo die Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet worden sind, war dieses Jahr eine Premiere gewesen. Bei der Klassenwertung mussten die jungen Schnupperathletinnen und Athleten dann etwas warten. Die neue Zeitmessung hat keine Gruppenrangliste am gleichen Abend erstellen, sodass die Resultate von Hand zusammengerechnet werden mussten. Als es dann endlich so weit war, war die Freude aber nicht weniger gross.